Die Lage ist inzwischen so bärisch, dass es fast schon wieder bullisch ist, denn die Märkte haben gestern eins realisiert, das was uns Jerome Powell am Mittwoch noch erzählt hat. Rosarote Schilderung der US-Wirtschaft, überhaupt keine Zeichen für Abschwung, Konsument in einem sehr guten Zustand, das ist alles ziemlich an der Realität vorbei. Das haben gestern die Daten gezeigt. Die Märkte spielen jetzt eine Rezession, stellen aber noch nicht die Frage, naja, wenn diese Rezession schon viel schneller kommt, als man erwartet, was ist dann mit den Zinsen? Kann die Fed dann wirklich die Zinsen so stark anheben, wie sie es am Mittwoch noch behauptet und projiziert hat? Und die Antwort ist probablemente no. Sie kann es nicht tun, sie wird es nicht tun. Dementsprechend sehen wir, dass die Märkte jetzt schon so ausgebombt sind, dass eine Gegenbewegung, jetzt nicht ein neuer Bullenmarkt, aber eine Gegenbewegung zunehmend wahrscheinlicher wird. Heute haben wir ja den großen Verfall, da kann alles passieren. Da ist viel Mechanik im Spiel auch. Am Montag übrigens ein Feiertag in den USA, ein ganz neuer Feiertag, den die Demokraten hier offenkundig eingeführt haben. Aber sei es drum, schauen wir uns die Lage mal an. Da ist zunächst mal hier eine gewisse Analogie zwischen 2008 und jetzt 2022. Also es könnte im Worst Case schon so eine Art Finanzkrise wieder passieren. Das deutet dieser Chart immerhin an. Aber schauen wir uns mal an, wir haben jetzt gestern die Situation gehabt, dass über 90% der Aktien gefallen sind, und das ist in den letzten 7 Tagen bereits das 5. Mal passiert. Das ist noch nie da gewesen, seit man diese Daten erhoben hat, also seit dem Jahr 1928. Also haben wir eine massive Verkaufswelle. Okay, die kann weitergehen. Lawinen können weiter ins Tal laufen. Überhaupt keine Frage. Jetzt schauen wir uns das mal an. Hier sehen wir, dass wir bei der NYSE, also praktisch alle an der Nasdaq, an der New York Exchange gelisteten Aktien, dass wir da jetzt auf das Niveau zurückgefallen sind, auf dem wir waren, bevor der Corona-Crash kam. Wir sind also praktisch auf dem Stand von Januar, Februar 2020. Wichtige Unterstützung, gleichzeitig ein wichtiger gleitender Durchschnitt, gleichzeitig ein Fibonacci-Retracement als Unterstützung. Also viel mehr Unterstützung geht nicht. Ja, wir haben gleitende Durchschnitte, Fibonacci-Level und dann eben ein Support-Level, das wir aus dem Jahr 2020 haben. Hier 200er Moving Average, also 200 Tagesdurchschnitt, 338 Zweier Fibonacci, Retracement und. Also das ist schon dick, make or break. Wenn das natürlich nachhaltig durchgeht, kann es unschön werden. Wir sehen auch beim Russell 2000 etwa, diesem Nebenwerteindex in den USA, dass wir da jetzt, das ist der erste Index von S&P, Dow Jones, Nasdaq, der dieses Niveau jetzt wieder erreicht hat, nämlich das Vor-Corona-Crash-Niveau ist wieder erreicht. Und schauen wir uns mal den Durchschnitts-Drawdown bei Aktien in verschiedenen Indizes an in den USA. S&P 500, die Durchschnittsaktie von ihrem 52-Wochen-Hoch, also höchsten Stand seit einem Jahr, minus 28,4, beim Nasdaq minus 50,5 und beim Russell 3000 minus 42,4. Da ist also einiges passiert, kann man sagen. Schauen wir uns das an, was gestern passiert ist. Sehen wir Dow Jones noch am besten mit minus 2,4, Nasdaq über 4% verloren, kein einziger Sektor war gestern im Plus. Die defensiven Sektoren, Consumer Staples, Healthcare, Utilities, Real Estate, die waren oben. Und die üblichen Verdächtigen, Technology und Consumer Discretionary unten, aber vor allem auch Energie unten. Und das ist etwas, was interessant ist, denn die Märkte beginnen jetzt zu spielen, naja, was ist denn mit Energie, mit Öl, wenn jetzt diese Rezession viel schneller kommt als erwartet. Das zumindest hat gestern so ein bisschen den Ölpreis belastet und eben dadurch auch die Energieaktien. Schauen wir uns weitere Kennzeichen an. Bullish Percentage Index. Bei 7, das ist mit der geringste Wert seit der Finanzkrise, also seit 14 Jahren um und bei, den wir hier sehen. Wir sehen eine Aussage von Börsenclown Jim Cramer, der gesagt, ja, kauft jetzt noch nicht Aktien, bis der Markt sich wieder ein bisschen beruhigt. Das ist ein kontraindikatorisch hervorragendes Kaufsignal, würde ich sagen, wenn Jim Cramer, der sonst immer bullish ist, davon abrät, Aktien zu kaufen, dann sollte man das vielleicht wirklich tun, sich hier wirklich überlegen, long zu positionieren, zumal wir sehen, dass wir auch bei der 10-Tages-Advanced-Decline-Linie Extremwerte erreicht haben, die wir eigentlich sehr, sehr selten nur erreichen. Das ist ein Washout gewesen ein Stück weit.
den wir gestern gesehen haben. Heißt nicht, dass es heute zwingend nach oben geht, schon gar nicht, weil eben der große Verfall heute der Fall ist. Da kann alles passieren und das Gegenteil. Und am Montag, wie gesagt, ist Feiertag in den USA. Wir sehen Nasdaq 4% gefallen. Das ist der niedrigste Schlusskurs seit November 2020. Und wir sehen dann etwa Markets in Turmoil. Melt upcoming for stocks heißt praktisch, dass das Gegenteil dann passiert, wenn CNBC Markets in Turmoil titelt, also Märkte in Turbulenzen, dann ist meistens nicht viel Luft nach unten, könnte man sagen. Hier sehen Sie es auch, Futures fall amid rate hikes. Swiss Bank und Bank of England raise rates. Und man kann diese Entscheidung vor allem der Schweizer Nationalbank in Bedeutung für die Psychologie der Märkte gar nicht überschätzen. Denn normalerweise orientiert sich die SNB an der EZB. Also die ist selten irgendwie im Vorfeld aktiv. Jetzt hat die SNB einen großen, einen 0,5er Zinsschritt gemacht und setzt damit die EZB noch weiter unter Druck. Also das erste Mal, glaube ich, seit 15 Jahren, dass die Schweizer die Zinsen anheben. Das hat ein Stück weit die Psychologie nachhaltig beeinflusst. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, was da passiert ist und was letztendlich zu dieser Rezession führen wird, warum Jerome Powell die Wirtschaftslage hier viel zu optimistisch geschildert hat. Wir haben jetzt mit diesem 20% Abverkauf, jetzt ist ja schon ein bisschen mehr, haben wir etwa 43% des BIPs vernichtet. Wie kann das sein? Nun, durch die permanent steigenden Aktien seit der Finanzkrise und vor allem seit dem Corona-Crash, als Liquidität ins System gespült wurde, sind diese Aktien immer stärker an Marktkapitalisierung geworden, haben die Aktienmärkte insgesamt ein Niveau an Marktkapitalisierung in Relation zum amerikanischen BIP erreicht, dass jetzt dieser Abverkauf eben dann auch umso größer reinhaut. Wenn jetzt also fast die Hälfte einer ganzen Wirtschaftsleistung der Amerikaner vernichtet wurde, dann heißt das, dass hier einiges an Nachfrage wegbrechen wird, weil die Leute schlichtweg weniger Geld haben, weniger auf ihrem Depot haben, dementsprechend weniger konsumieren werden. Das heißt, wir sehen hier klare Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nachlassen wird. Damit kommt diese Imbalance, dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das ja Hauptursache für die zu hohe Inflation ist, wieder ein bisschen in den Ausgleich. Und der Hochpunkt der Inflation dürfte jetzt erreicht sein. Wir dürften wahrscheinlich auf so einem Hochplateau uns befinden, nicht allzu deutlich weiter steigen, aber auch nicht drastisch fallen. Liegt schon daran, dass etwa in den USA vor allem diese Immobiliendaten, Homeowners Equivalent Rent und so weiter, etwas verspätet immer in die Verbraucherpreisberechnung einberechnet wird. Das heißt, wir werden jetzt sozusagen Nachholeffekte haben, die die Inflation oben halten. Dennoch sind das eher statistische Dinge. Wir sehen in vielen Bereichen schon Nachfragerückgänge und das ist dann ein Vorbote dafür, dass auch die Inflation nicht mehr durch die Decke schießen wird. Ja, und die Exzesse waren natürlich auch krass. Hier Jim Chanos, jemand, der eine Short-Guru ist, könnte man sagen, extrem intelligente Persönlichkeit, der sagt, ja, im Februar 2021 war es so, dass diese SPACs, diese Börsenmäntel, jeden Tag 3 Milliarden Cash eingenommen haben oder es wurde 3 Milliarden Dollar investiert. Das ist praktisch das, was die gesamte US-Sparquote ist. Und das zeigt, wie diese Manie, wie diese Euphorie, wie diese Blase teilweise absurde Züge angenommen hat und dass das dann irgendwann irgendwie nicht mehr gut gehen kann und mit einem Knall explodiert. Das wissen wir jetzt. We remain bearish, sagt die Bank of America. Denn die Main Street ist so stark gehebelt wie noch nie. Ja, und das ist natürlich ein Punkt. Obwohl die Stimmung bärisch ist, sind die Leute weitgehend noch investiert. Klar, die Investitionsquote geht jetzt langsam zurück, nachdem viele Leute eben hier verkaufen mussten. Schauen wir uns mal die Wertentwicklung in Euro an, wie sie Hannes Zipfel hier dargestellt hat. Da sehen wir Rohöl in Euro jetzt plus 44% seit Jahresbeginn. Dann haben wir Rohstoffe im Plus, wir haben Gold im Plus, wir haben Silber noch leicht im Plus, dann haben wir den S&P im Minus, wir haben den DAX im Minus, wir haben die Bundesanleihen im Minus und wir haben natürlich den Nasdaq am stärksten im Minus. Und heute ist dieser große Verfall, 3,4 Billionen Dollar werden heute praktisch gedreht. Das sind ja gehebelte Volumina, wir haben das allermeiste in SPX, das ist praktisch der S&P 500.
Hier verfallen ja Futures und Optionen. Wir haben Single Stocks praktisch, also dass auf einzelne Aktienoptionen verfallen und so weiter und so fort. Da ist natürlich viel Mechanik im Spiel, viel Erratisches könnte da heute passieren, auch wenn der S&P 500 durch den Fall schon so weit nach unten gekommen ist, dass da möglicherweise jetzt keine ganz großen Turbulenzen mehr kommen, weil wir nicht an wirklich neuralgischen Marken sind, um die gekämpft werden kann. Normalerweise war es so, in den letzten großen, bei den letzten großen Verfallstagen, bei den letzten Monaten, dass wir da meistens ein Tief gesehen hatten. Früher, als die Bullenmärkte intakt waren, waren diese Verfallstage, diese großen Verfallstage meist positiv. Jetzt im Bärenmarkt sind sie meist negativ. Könnte also sein, dass wir heute da nochmal unter Druck kommen. Aber wir sehen auch, dass die NYSE Composite, den ich vorhin schon mal gezeigt hatte, also die Aktien, die an der New York Stock Exchange gehandelt werden, dass die jetzt genau auf ihren 100-Wochen-Durchschnitt gefallen sind. Also auch hier eine weitere Unterstützung, die von zentraler Bedeutung ist. Ja, am Mittwoch hat uns Paul noch erzählt, wie toll alles ist. Jetzt hatten wir gestern einen ganz schwachen Philly-Fed mit Preisen, die zwar noch gestiegen sind, aber die Dynamik lässt nach. Wir haben die Erstanträge, die schwächer waren, und auch die Folgeanträge. Wir hatten vor allem miserable Immobiliendaten, US-Baubeginne. Baugenehmigungen waren nicht ganz so schlecht. Und jetzt hat Biden gestern gesagt, in Reaktion auf diese Rezessionsängste, naja, eine Rezession sei nicht unabwendbar. Das klingt ja schon ein bisschen anders als diese permanente Wiederholung. Die US-Wirtschaft ist stark. Das geht also ziemlich schnell, dass jetzt die Erwartungen für die Wirtschaft doch deutlich absinken, und kein Wunder, City Economic Surprise Index, wir sehen, die Daten kommen stets schwächer rein zuletzt als die Erwartung. Und wir haben interessante Entwicklungen nach meiner Auffassung auch gesehen am Anleihemarkt, hier die 10-jährige Anleiherendite. Sprich, wenn hier der Kurs fällt, dann steigt die Rendite, und der Kurs ist gefallen. Wir sind gestern praktisch auf die Marke von 3,5% gestiegen, aber dann sehen wir so eine solche Umkehrkerze. Wir sind von 3,5% bei der Rendite dann gestiegen, oder bei der Rendite gefallen, genauer gesagt, auf 3,2%. Das ist ein Riesensatz in einem solchen Markt in wenigen Stunden. Da werden viele, viele Milliarden Dollars hin und her bewegt. Und Jeff Gundrach sagt hier, bei der 30-jährigen Anleihe sieht man eine Action, ein Throwover, wie er es nennt, die oft ein markantes Trend Reversal, eine Umkehrung des Trends andeuten. Und möglicherweise kommt diese Umkehrung des Trends, weil die Anleihemärkte eben auch die Rezession spielen und die Aktienmärkte dann vielleicht spielen, naja, wenn Rezession ist, dann kann die Fed die Zinsen gar nicht so stark anheben, und das könnte sozusagen so eine Erleichterungssituation schaffen. Hier sehen wir mal Operation Successful, Patient Dead, also der Patient ist tot, aber die Operation war sehr erfolgreich. Das wäre jetzt einer der heftigsten Tightening Cycles, Zyklusse also, die die Fed hier ausführen würde, und das wird nicht gut gehen, kann nicht gut gehen. Dementsprechend ist auch der Optimismus jetzt bei den von der Bank of America Befragten auf einem ziemlich niedrigen Niveau. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge hier sich schwierig entwickeln, ist hoch, und das liegt auch daran, dass eben hier die Zentralbanken alle die Zinsen anheben, die Schweizer, die Engländer, die Brasilianer, wer es alles macht, gell? Also wer praktisch nicht die Zinsen anhebt, da gibt es nur die EZB und die Japaner, gell? Die sind die zwei einzigen, und das schmeckt den Märkten natürlich nicht. Jetzt hat ja auch die EZB gestern ja großartigerweise beschlossen, dass man möglichst nicht die Geldmenge erhöht, indem man Anleihen der Südländer kauft, sondern man würde dann Anleihen der Nordländer, also Anleihen wie Deutschland, verkaufen, was dazu führt, dass eben, wie ich gestern versucht habe zu thematisieren, die Anleiherenditen in Deutschland tendenziell steigen und die der Italiener und anderer Südländer tendenziell fallen. Und das tut man auch, wie hier ein Leser mir gemeldet hat, weil eben durch die steigenden Zinsen dann die Kurswerte der Anleihen fallen. Und die italienischen Banken zum Beispiel haben ja extrem viele italienische Anleihen in ihrem Depot, ebenso die EZB. Das heißt, man macht da Kursverluste, und das könnte auch die EZB ganz schön unter Druck bringen, die italienischen Banken sowieso. Also versucht man das zu verhindern, indem man das letztendlich wieder auf Kosten der Deutschen macht, die dann höhere Kreditkosten gegenwärtigen. Ich habe überhaupt nichts gegen Europa.
finde das eine super gute Idee, denn es wird kaum möglich sein, dass wir alleine als Deutsche, als Österreicher, als Italiener anstinken in der Welt gegen die USA, gegen China vor allem, sondern da ist es natürlich schlau, auch als Block aufzutreten, der eine gewisse Marktmacht hat, der eine gewisse Power hat. Aber so wie manche Dinge gestrickt sind, etwa dass die Deutschen in der EZB faktisch total unterrepräsentiert sind angesichts der Bevölkerungszahl wie auch der Wirtschaftsleistung, gleichzeitig aber die Haftung komplett haben für ihre Wirtschaftsleistung und für ihre Bevölkerungszahl oder in Relation zur Wirtschaftsleistung, Bevölkerungszahl, das passt nicht zusammen. Da ist etwa Malta fast so stark repräsentiert wie Deutschland und Malta hat 500.000 Einwohner. In Deutschland über 80 Millionen, das passt nicht, das stimmt irgendwo nicht, das stimmen die Relationen nicht, das ist meine Kritik und deswegen müssten die Deutschen sich ein bisschen mehr mal wagen, die Brust rauszunehmen und zu sagen, so Leute, hier bis dahin und nicht weiter, wir sind ja gerne bereit, dieses Projekt zu unterstützen, aber lasst uns hier mal Tacheles reden und dazu ist in Deutschland irgendwie keiner bereit, dazu war Merkel nicht bereit, die ja die Chance gehabt hätte, mit Axel Weber einen deutschen EZB-Präsidenten zu nominieren, diese Chance ist verstrichen und die neue Bundesregierung scheint da auch nicht besonders schlau vorzugehen. Das zeigt sich dann auch dann, dass Lindner etwa, unser Finanzminister, sagt, ja, dieses ganze Gerede der EZB von Fragmentation, also praktisch von dem starken Anstieg, stärkeren Anstieg der Renditen, etwa Italien, Spanien etc., das würde das Vertrauen untergraben, aber darum geht es gar nicht. Das Vertrauen ist sowieso weg in die EZB, sondern es geht darum, dass die EZB wieder planmäßig eingreift und eine Umverteilung macht. Jetzt hat Lagarde ja gesagt, pass auf, wir haben dieses Krisentool entwickelt und wenden das an, wenn die Spreads zu weit gehen. Also wenn die zu weit auseinandergehen, die Risikodifferenzen, die Zinsen, die Anleiherenditen, dann würde man das anwenden. Wann ist das aber der Fall? Das heißt, die EZB maßt sich an, hier eine Beurteilung zu machen, die eigentlich nur die Märkte machen können. Und dementsprechend macht sie die Märkte wieder kaputt. Das ist eben dieses Misstrauensvotum letztendlich der EZB gegenüber der freien Marktwirtschaft, gegenüber freien Märkten. Wie sollen dann die Bürger, wie sollen dann die Menschen nicht ein gewisses Misstrauen empfinden gegenüber der EZB und den Institutionen, wenn die schon eigentlich den Grundprinzipien unserer Demokratie misstrauen? Diese Frage muss man leider stellen. Wir sehen auch die Japaner übrigens, die sich jetzt geweigert haben, die sind ja noch krasser als die EZB, die gesagt haben, wir machen einfach so weiter. Gestern hatte der Yen plötzlich aufgewertet, der im freien Fall war, weil die Schweizer plötzlich stark angehoben hatten. Also auch eigentlich eine Notenbank, die sich mit Zinsanhebungen schwer tut. Und dann hat man gedacht, naja, da muss sich die Bank of Japan auch bewegen. Hat sie aber nicht. Dementsprechend jetzt der Yen wieder im freien Fall. Und wir sehen, dass vor allem jetzt die Notenbank auch einen Hinweis aufgenommen hat, Wechselkurse als Risiko. Man sieht also den Abverkauf des Yen als Risiko. Abschließend zwei Hinweise. Thorsten Polleit, ein bekannter Kritiker der Fed, sagt, hoch im Zinszyklus in Sicht, Inflation aber bleibt ein großes Problem. Eigentliche Botschaft der Fed, das ist eine interessante Interpretation von Thorsten Polleit. Und wir sehen, dass der Ölpreis unter Druck ist jetzt, weil eben Rezessionsängste plötzlich da sind. Also diese beiden Artikel unter dem Video. Und jetzt wünsche ich das Allerbeste mit der Aufforderung, wenn Sie all das gut finden, was ich mache, was wir bei Finanzmarktwelt machen, teilen Sie es, bringen Sie es überall hin. Helfen Sie mir ein Stück weit bei der Verbreitung. Das wäre eine richtig coole Geschichte. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao bis heute Abend zum Marktgeflüster.